So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nekopara. So, jetzt muss ich mal gucken, auf welcher Seite. Okay, nein. Seite 2, das letzte Mal hier. Genau. Ich muss kurz mein Save suchen. So, genau, wir waren jetzt. Ich habe nicht mit dem ganzen Kapitel Choken, wenn wir sind zurück und machen jetzt genau da weiter. Also, ein neues Kapitel. A few days after Choken and Vanilla returns. Na, den geht's ja gut. Genau, wir stoppen der Glocke. Ja, die Glocke hat sich verändert, aber sie ist jetzt weiser. Und wahrscheinlich auch viel ängstlicher, wenn sie wieder dahin geht. Ach, je. Genau das meine ich. Neue glänzende Schokolade. Dass du drauf abfährst, war ja wirklich klar. Ah, Mrs. Hi. Ein Grapefruit Gelee Kuchen. Genau, ich komme hier direkt mal in den Laden rein, werde sofort überrannt mit Essen und Trinken. Okay, ich vertraue dir. Du auch noch mit deinen Katzenohren. Ach, dich gibt es auch noch. Sehr schön. Du hast mit Azuki geübt? Wirklich? Das hast du zugetraut. Das sieht gut aus. Na, und? Das dauert zum Glück nicht lange. Und? Ach, warum müsst ihr schlecht in der Küche quatschen? Verdammt nochmal. Könnte ich einfach mal belassen mit dir? Immer machst du noch Sorgen. Yeah, I'd rather her take her time than make mistakes. At least for now. Chocolate, Vanilla and Chicory are back now. Things around the cafe have got much calmer now. That coconut is making far fewer mistakes. Sie weiß immer noch, wie man sich wie ein Idiot benimmt. Wow. Das ist ja mal wieder sehr freundlich. She is still cracking the same jokes as usual, but I think she's grown a bit. Hey, why don't you help me out with this cake, Azuki? It's just a suggestion. I figured that since we have more than enough help out front, that maybe you could give me a hand in the kitchen. We are split half in the front and half in the back. So I figured it'd be okay no matter what Vanilla says. Just thought it might be nice to have someone back here with me. Machst du dir für hinten klar? Mhm. So ist es also. Ausnutzen. It's because you showed me how capable you can be during that incident recently. I kind of feel like I could put you in charge of the cake baking one day, Azuki. As the owner, I can't ignore such potential. Ja, genau. Das wird dir bestimmt auch voll jucken. I exaggerate the way I said that last line a bit. Azuki must think so too. Ah, she shrugs her shoulders in resignation. Oder resignation, whatever. Ja, das ist wirklich so. You're the only one that can ask of this, Azuki. I'm sure you understand it, right? So please. I bow my head earnestly. Azuki sighs in finite defeat. She scratches her head annoyed and nods slightly. Genau, du schuldest mir was. Viel. Doch, ich erwarte, dass du es sofort perfekt kannst. Nein, du bist Azuki, du kannst alles, das passt so. I'll teach you everything you need to know. I'm sure you'll be fine. Brimming with confidence, I give her my approval.
She looks away in embarrassment. Genau, hau raus, was du hast. Natürlich arbeitest du nicht umsonst. Yeah, I get it. As long as the others are okay with it, there shouldn't be any problems, right? It's settled then. I'll be continuing on you from what? Achso, I'll be counting on you from now on, alright? I give Azuki a hearty pat on the back. Und wer kommt jetzt rein? Coconut? Natürlich, wer auch sonst? Tu nicht so, als ob du dich auch willst. Ach was, hier, guck mal, wisst ihr doch. Hab ich doch gesagt. Du backst sowas von keinen Kuchen, vergiss es. I guess we don't see many customers until it gets a bit later into the evening. Alright, then why don't you give us a hand in Coconut? Who knows, maybe she has some sort of hidden potential in her. Das wird doch schief gehen, garantiert. If things do happen to go well, having another set of fans wouldn't hurt either. And just like that, a new experiment began at La Soleil. Da bin ich heiß gespannt. Was denn jetzt? Oh, es geht das Geheule wieder weiter. Verdammt nochmal. I guess things won't work out after all. Fett den Kuchen zerstört. Aber immer noch besser als das, was ich da reinkriegen könnte. Coconut collapsed before the grossly abstract shortcake. She was only supposed to do a frosty sponge cake with cream. Was? How in the world did she manage this? I can't believe what I'm seeing. Ganz toll, wir sind alle so stolz auf dich. You're not going to become a pro overnight, you know? I don't even know what to say. Was du machen sollst, dein Gesicht da jetzt bitte richtig fett reinklatschen, dankeschön. If you think you can, Azuki. Is it even salvageable at this point? All you can do is sit back and watch. Ey, easy, gut gemacht. Na, wer sagt's denn? Voice Acting 10 von 10. This, I mean, this is amazing. She actually rescued it from the depths of the pastry underworld. I knew she was good, but this is like beyond good. She already knows more about decorating cakes than I do. Azuki, just where did you learn to decorate cakes like this? Ach so, natürlich, das erklärt alles. Oh, I'm just really surprised you can make something like this. Did you really learn all this by just looking at the cakes at the restaurant? This cat girl is really something else. She could definitely become a pastry chief. Yeah, this is gonna be great. Tja, es ist natürlich jetzt nochmal richtig schön reingetreten auf Coconut. So, du hast verkackt und hey, guck mal, easy. Coconut's shoulders tremble as she lays her face down on the counter. Crap, I didn't think she'd give up so easily. At this rate, she's going to lose all of her confidence. Coconut, it's just one botched sponge cake. It's not that of a big deal, right? Right. Natürlich. Da haben sie sich wieder lieb. Säule. Was ist los mit der? Ja, mero,
Lustigerweise schafft sie das mit ihrer Größe halt auch noch. Und dass das also geht. Sie hat aber schon gar keinen Bock drauf. Ja, das gefällt er wieder. Der Chi weiß gar nicht, was er sagen soll. Und ich weiß es auch nicht so richtig. She wasn't giving up, she was just incredible happy. Happy enough to swing Azuki around like a helicopter. She skillfully spins Azuki a lot in the narrow kitchen. She has got some really solid coordination, doesn't she? I stare at the pair, smiling. Ihr habt doch beide einen Knall. Complicated, wer? Sehr complicated. Kompliziert, sehr kompliziert. Weiter so. Perfekt, Azuki. The important thing is that you two are getting along, I guess. I stare at the almost sickeningly sweet display. I decided that taking a picture of the cake Azuki decorated would be a good idea. Well, for now, why don't we try baking some sponge cake? Sponge cake is the basis for everything, after all. Okay, los geht's. Genau, guck du besser zu, da geht nichts schief. Perfekt. Echt so. Also, los geht's. Coconut has become Azuki's biggest fan. I don't think she would gotten this far if she hadn't tried to push herself. Though I find this coconut absolutely adorable. I'm sure Azuki likes her better now as well. Anyway, I suppose it's time we got started. So, und jetzt anfangen ist perfekt, um abzubrechen. Eieiei, immerhin. Nichts Schlimmes passiert. Oh, das ist eine Szene. Und wir haben auch gleich mal direkt einen guten Aufhänger für die nächste Folge, damit ich auch direkt weiß, wo wir wieder sind. Kuchenbacken. Kuchenbacken ist gut zu merken. Also, sehen wir uns zum nächsten Part, wenn wir hoffentlich nicht die ganze Küche da abbrennen. Und bis dahin.